Die EVN 94 war 1914 die erste Röhre von Telefunken, die in Serie produziert wurde. Sie gilt als erste moderne Hochvakuumröhre, da sie im Gegensatz zur Liebenröhre ein wirkliches Hochvakuum enthält. Der Aufbau der Röhre ist relativ einfach. Ganz oben ist der Heizfaden zu sehen. Er ist aus massivem Wolfram. Die Heizspannung beträgt 3 Volt bei 0,5 Ampere Heizstrom. Das Steuergitter ist relativ einfach als Spirale ausgeführt. Es ist mit Glas über einer Scheibe fixiert, die die Anode darstellt. Es ist ein einfaches Blech. Die Röhre verfügt noch über keinen eigenen Sockel in dem Sinne, also im modernen Sinne, sondern über Schraubanschlüsse. Es gab für die EVN 94 einen Adaptersockel, der die Drahtanschlüsse auf einen Liebensockel konvertiert hat. Dieser ist leider sehr schwer zu bekommen. Die Röhre wurde am 15. Dezember 1916 wohl geprüft. Ich hoffe, ich lese das Datum richtig. 15.12.16 von, keine Ahnung.
Die Röhre ist etwas schwer zu halten, da der Sockel nicht flach ist, sondern über eine Haltenase verfügt, die mit einer Schraube fixiert wird.